Guten Morgen. Heute. Guten Abend. Guten Tag und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr schaut. Heute sind wir im Holiday Park in Hasloch. Bei uns hier in der schönen Pfalz. Als Dauerkartenbesitzer sind wir öfter hier. Jetzt haben wir gedacht, wir nehmen euch mal ein bisschen mit und zeigen euch ein paar Einblicke. Die Biene Maya, den Flip. Sorry, dürfen keine Videos machen. Oh mein Gott. Fotos. Achso, war ja kein Foto. Na dann. Holla, ist ja kein Foto. Also Flip und Biene Maya. Weil wir hier auch ein Biene Maya Land haben und ein Wiki Land. Aber das zeigen wir euch gleich nochmal. So, hier ist der Eingangsbereich. Hier ist so ein schönes Schachbrett mit Wasserspielen und bei so einem Wetter freut man sich drüber. Haben wir auch schon intensiv genutzt, da haben wir immer Wechselkleidung dabei. Wir gehen jetzt in den Indoor-Bereich. Der hat auch im Winter offen. Also lohnt sich die Karte umso mehr. Während die zwei hier anstehen, mache ich mal eine kleine Runde und zeige euch schon, was es hier gibt. Wir haben ein kleines Bällebad. Hinter dem Bällebad ist eine große Rutsche, wo man mit Säcken rutschen kann. Hinter den Bäumen sind noch so Klettermöglichkeiten. Hier ist noch so ein ganz langsames Karussell für die ganz kleinen Kinder. Dann ist hier die Tabaluga Achterbahn, also eine Achterbahn für Kids. Da hinten sind Maya und Flip noch unterwegs. Hier haben wir noch so eine Bühne, wo alle Stunde oder zwei Stunden irgendwas vorgeführt wird. Irgendwelche Tänze oder sowas. Und hier ist der Eingang von der Tabaluga-Bahn. Tabalugas Achterbahn. Nichts für schwache Nerven. Ja, das stellen wir uns auch noch gleich an. So. Also die Kerzen, die stehen jetzt hier an. Bei diesem Ding. Sowas ist überhaupt nichts für mich. Erst habe ich Höhenangst und zweitens habe ich einen ganz, ganz schwachen Magen. Da hinten ist noch ein Beamer. Da laufen dann irgendwelche Filmchen für die Kids, um sie dort zu beschäftigen. Hier hat man noch Sitzmöglichkeiten zum Essen. Ein kleiner Indoor-Spielplatz. Und eine Fressbude. Und das war's eigentlich hier schon. Und hat Spaß gemacht? Yes! So, jetzt sind wir aus dem Outdoor-Bereich raus und gehen mal nebenan ins schöne Biene-Maya-Land. Hier sind noch viele Attraktionen für sehr kleine Kinder, aber auch für ein bisschen kleine Kinder und auch für große Kinder. Aber schaut selbst. Mal ein bisschen Flip reiten, das kann man auch zu zweit machen. Hier ist ein schöner Freefall Tower für die Kleinen. Aber nichts für dicke Eltern, weil die auch eine Gewichtsbegrenzung haben.
Autoscooter. Da haben wir den Schmetterlingsflug. Muss man ein bisschen was dafür tun, um hochzufliegen. Schön in die Pedale treten. Jetzt gibt's erstmal Happa Happa. Frühstücken. Was ist das? Was haben wir denn da alles, Idias? Ja, das gucke ich jetzt. Kuchen. Salami. Würstchen. Waschka? Tomaten, oder? Elmar. Oh, Apfel. Güsüm. Ja. So. Und Kapak. Sieht aber sehr gut aus. Wer hat die denn gemacht? Ich. Nein, du. Wer? Du. Ja, ich weiß, ich habe die gemacht. Zeig mal. Ach, guck mal da. Wie gekauft. Noch einen Sandspielplatz, um das Warten zu versüßen. Ich habe die Fahrt übrigens überlebt, war gar nicht mal so schlimm. Und wir haben ein kleines Fass, um sich abzukühlen. Und da ich eben beim Essen mit Cola überschüttet wurde von einem Nachbarskind, jetzt warum auch immer das Kind Cola trinkt, konnte ich mich hier auch schön abduschen. Hier ist was für die ganz Kleinen. Laras Marienkäferflug. Dann sind hier diese, wie heißt das nochmal, Fässer oder so. Die laufen nie parallel, weil nicht so viel los ist, deswegen läuft immer mal was. Da hinten haben wir noch was. Da ist der Freefall Tower aktiv. Hallo! So, jetzt sind wir im Wikiland. Hier ist dann Thema Wiki und die wilden Wikinger oder wie auch immer. Was haben wir denn hier Schönes? Da hinten haben wir so eine Geschichte, wo mir schon vom Zuschauen schlecht wird, da wo das ganze Geschrei herkommt. Dann haben wir hier die coolen Schiffe, wo man sich dann gegenseitig abspritzen kann. Machen wir auf jeden Fall eine Runde mit. Oh, da hinten sieht man schon ein bisschen was. Ja. Den Rest schauen wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen im Wikiland. Ein Ganzkörperföhn für 3 Euro. Und ein paar Fressbuden. Schöner großer Sandspielplatz. Da sieht man schon eine Achterbahn. Da kommen wir später noch hin. Und da hinten geht es dann weiter.
Was trinkst du da? So, jetzt gehen wir. Oh, hallo, mein Schatz. Jetzt gehen wir weiter vom Wikiland Richtung. Eine Waffel als Stärkung hatten wir, richtig. Und jetzt gehen wir ins Fliegerland, heißt das so? Oh, ich sehe da schon was. Kettenkarussell. Und im anderen Land, im Bootsland. Bootsland? Ich glaube nicht, dass sie so heißen, aber wir gucken mal. Guck mal hier, Airshow 71. Ja, und da, guck mal, da kann man Flugzeug. So, was haben wir denn hier? Spielebuden. Heißluftballons. Da hinten ist die Wildwasserbahn. Oh ja, guck mal. Ja, Staffel, Staffel. So. Was ist denn hier? Sky Scream. Oh, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Oh. Ich glaube, man muss jetzt schnell fahren, dass einem da schlecht wird. Kettenkarussell für die ganz harten. Gar nicht mal das normale Fahren. Ja. Aber ab 23 gibt es hier einen Wasserspielplatz von den Super Wings. Da sind wir auch mal gespannt. Nächstes Jahr, Schatz. Ist noch nicht viel gemacht, aber wird bestimmt toll. Hier kommt Urlaubsfeeling auf. Ich glaube, hier kriegt man sogar an der Beachbar ein paar nette Cocktails. Und ich sage euch was, das macht richtig Laune.
war's für heute. Wir haben 5:30 Uhr, wir gehen nach Hause. Normalerweise bleiben wir bis zum Ende, aber heute gehen wir einen Ticken früher, weil mein Schätzel hat ein bisschen Kopfweh und deswegen gehen wir jetzt schon. Aber es war trotzdem schön, wir waren ja lange da und mit der Dauerkarte werden wir auf jeden Fall wiederkommen. Also, wenn ihr mal in der Nähe seid, in der Pfalz, Hasloch, Holiday Park, kommt vorbei und habt Spaß. Wollen wir noch irgendwas sagen? Es gibt ja auch immer Aktionen wie Summer Nights. Momentan ist immer samstags auch bis um 22 Uhr mit schönem Feuerwerk. Oder zu Halloween gibt es noch tolle Sachen. Und Wintermärchen und so auch hier. Also es ist schön hier. Das war's. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.